dass die Landwirte 70 Stunden arbeitet, 80, 90 und dass sie so wenig verdienen. Das soll hierher kommen, zu mir, daher, am Freitag. Julia schreibt gerade, dass der nächste Freitag kommt. Dann können wir mal mit ihr. Du kriegst ein Zimmer, ich werde mit dem Landwirt, du kriegst da ein Zimmer und dann kannst du da mitarbeiten. Der steht das, morgens. Das besprechen wir nächste Woche, der kommt nächste Woche. Der steht morgens um 5.30 Uhr steht er auf und um 6 Uhr läuft schon alles volle Pulle. Dann kannst du da mitmachen. Du musst nicht rumschwätzen, da wird gearbeitet. Ja, das wage ich nicht, da umeinander zu schwätzen. Oder sonst was zu erzählen. Also, genau, das ist der Abschluss von heute. Die Regierung hat 1 Billion Euro Steuereinnahmen pro Jahr und kommt damit nicht klar. Und presst jetzt immer noch an der Bevölkerung umeinander. Ja. Jo. Ja, okay. Also, gut, danke. Dann danke, Robert. Und nächste Woche kommt die Julia vorbei und dann schwätzen wir mal. Genau. Genau. Bist okay. Mein Ernst? Die Julia, du warst da einquartiert auf dem Hof. Jetzt habe ich, pass auf. Ja. Du warst da einquartiert. Ich habe dir das schon mal gesagt. Da bin ich nicht drauf eingegangen, aber diesmal nimmst du mit. Ich habe einen Lieferwagen, da tue ich dich rein. Oh, Julia. Julia. Dein Tag ist gekommen. Okay. Du bist heute erst, Julia. Ich habe schon mehr spezielle Fälle gehabt. Okay. Also du bist der Fachmann in diesem Bereich. Ja, du hast Erfahrung. Mhm. Ich habe aber mit Strafgefangenen schon mal was gemacht. Einen Tag. Und ich habe auch mit Arbeitssuchenden auch schon gearbeitet. Mhm. Und ich war da schon Herr. Okay. Davon nichts sagst. Okay, also, dann danke Robert. Und man sieht sich nächste Woche dann wieder. Jetzt gucken wir mal, ob die Julia noch was schreibt. Ich kann jetzt Tag und Nacht schreiben. Jetzt ist sie hergestupft. Ja. Das hat sie ja selber so will. Ich habe das Video gesehen. Julia. Julia. Next week, Julia is coming. You have to speaking with me. Ich besorge hier einen Job fürs Leben. Okay, also, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich denke dann,